Hi und herzlich willkommen hier wieder bei CubeTube. Eigentlich wäre es ja mal ganz geil, mit CubeTube durch Vegas zu ziehen, aber da müsste man ja erstmal nach Vegas kommen. Andererseits ist gerade CES und dann müsste man jetzt nur noch irgendwie ja, sich Vegas anschauen können und gucken, was man hier so sehen könnte. Und am besten müsste man auch noch den Strip sich anschauen. Wo ist eigentlich der Strip und wie komme ich da jetzt hin? Hey Lars, willst du mitfahren? Sicher das! Also ab auf den Strip! Eine Runde durch Las Vegas mit Marcel von Around PC. Den Johannes, den gucken wir uns dann mal anders an. Und einmal mit CubeTube durch Las Vegas, würde ich mal sagen. Marcel hat mich rausgeschmissen und ich war auf dem Weg zum ersten Termin. Aber bis ich da bin, dauert es noch ein wenig. Und jetzt die ganze Zeit über den Showfloor laufen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Deswegen, Johannes, was treibst du eigentlich? Ja, wie ich sehe, habt ihr schon Spaß in Vegas. Ich bin jetzt hier im LVCC, das ist das Las Vegas Convention Center. Hier findet die CES hauptsächlich statt. Und ihr seht schon im Hintergrund, hier sind aber tausende Leute unterwegs, die natürlich alle eines im Kopf haben, nämlich Technik. Und wir gehen gleich mal in die Messehalle rein. Da seht ihr auch, was da los ist, nämlich eine ganze Menge. Und schauen uns mal an, was es dort zu sehen gibt. Und vielleicht treffen wir auch den einen oder anderen Kollegen, der auch ein bisschen was zu seinen Messeerlebnissen erzählen kann. So, jetzt bin ich hier auf dem Sands Expo Gelände und habe hier den Kollegen Ballas getroffen. Und den wollte ich jetzt mal fragen, wie findest du die CES und was ist dein Highlight-Produkt? Ziemlich überfüllt, wie jedes Jahr. Und mein Highlight-Produkt ist tatsächlich von HP. Die haben ein neues Elitebook vorgestellt und zwar das X360. Kann man jetzt auch so im Business-Bereich einmal als 2-in-1 benutzen. Aber das Coolste an dem Produkt ist eigentlich, das Display hat eine Funktion eingebaut, dass die Nachbarn auf Knopfdruck den Inhalt nicht sehen können. Also man cool, kann ja, im Flugzeug dann einfach so die Sachen verstecken, also so an Produkten arbeiten, die die Nachbarn nicht sehen sollen, ja. Die einfach dann schön geheim gehalten werden können, ohne dass man so hässliche Folien und andere Sachen angebracht hat. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck hier vom Messegeschehen der CES vermitteln. Ihr habt gesehen, Ellbogen an Ellbogen ist jetzt richtig was los. Und ich würde mal sagen, wir switchen rüber zu Marcel, denn der ist auf der Asus-Pressekonferenz. Also Marcel, was ist da los? Erzähl uns mal ein bisschen. So, nichts geht über einen guten Kaffee am Morgen und den brauche ich auch, weil wenn man den ganzen Tag auf der Messe unterwegs ist und dann abends noch die Videos schneiden bzw. die News schreiben muss, kann das schon mal ganz schön an die Substanz gehen. Da muss man zumindest morgens dann immer schön wach sein. Und damit ihr mal einen Eindruck bekommt, welche Entfernung man hier laufen muss bzw. wie groß diese Hotels samt Casinos überhaupt sind, nehme ich euch mal mit dem kleinen Timelapse hier, bis ich dann bei der Asus PK, bei der Veranstaltungsraum dann angekommen bin. Also komm mit. Die Pressekonferenz ist nun vorbei und Asus hat wie erwartet zwei neue Smartphones vorgestellt und zwei Notebooks, einmal ein Asus ProBook und einmal das ZenBook 3 Deluxe. Und das ist auch ein ziemlich cooles Teil, wenn ihr jetzt schon das ZenBook gesehen habt, wie dünn das ist überhaupt. Das hat jetzt nochmal ein kleines Upgrade bekommen. Und ich habe mir direkt mal den David Philippe von Asus geschnappt.
weil ich möchte gern wissen, was ist denn so speziell damit an den neuen Smartphones? Also Zenfone 3 Zoom, das liegt ja schon nahe, das hat irgendwas mit Kamera, mit Zoom zu tun. Kannst du etwas mehr dazu sagen? Klar, das Zenfone 3 Zoom ist quasi der Nachfolger vom Zenfone Zoom. Und da haben wir jetzt zwei Linsen verbaut, eine Zoom-Linse und eine normale Linse und bieten da bis zu 12-fachen Zoom an. 2,3-fachen optischen Zoom und insgesamt dann mit dem digitalen so bis zu 12-fach Zoom. Das Geile daran ist, dass wir eine F1.7 Blende verbaut haben und bis zu 23 Megapixel. Ja, damit sollen auch besonders gut Lowlight-Aufnahmen gelingen. Genau, also gerade bei Lowlight haben wir da sehr, sehr schöne Sachen. Vor allem haben wir aber auch den Autofokus nochmal überarbeitet. Wir haben die zweite Generation des Laser-Autofokuses da eingebaut und können mit den neuen PDA-F Autofokus-Funktion wirklich mit 100% der Pixel den Autofokus nutzen und haben dadurch einfach viel, viel einfacheren, gerade bei dunklen oder schlechten Lichtverhältnissen, viel, viel besseren Autofokus, sodass man sehr schnell fokussiert und sofort das Bild hat. Ja, also Freunde, ihr habt gesehen, da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Jetzt möchte ich mal übergeben an den Lars und mal gucken, was der auf dem Samsung-Stand alles zu sehen hat. Also Lars, zeig uns mal, was bei Samsung abgeht. Ja, natürlich bin ich schon da, weil ansonsten kommen wir hier in die Halle, glaube ich, gar nicht mehr rein. Die ist viel zu voll bei Samsung. Es ist wieder unfassbar, wie viele Leute hier sind. Wenn ich mich hier drehe, ihr seht, es ist proppenvoll. Es ist teilweise schwierig, überhaupt an die Geräte zu kommen, weil Samsung hat hier schon wieder schwer aufgefahren und zeigt einige Neuerungen. Alles kann ich jetzt nicht ins Video packen, dann wird es ein bisschen zu lang, aber ich fange einfach mal mit so zwei, drei Highlights an. Highlights bemerkt man hier vor allen Dingen daran, dass gar ganz viele Leute vorstehen. Und das seht ihr auch hier. Warum stehen die vor einer Wand mit Bildern? Und dazu muss ich jetzt da einmal hingehen und dann stelle ich euch eine Frage. Und das ist schon fast zu schwierig zu beantworten, vor allen Dingen von der Kamera. Denn wenn ihr jetzt mal in den Hintergrund guckt, welches von diesen Bildern ist eigentlich ein Bild? Und welches ist ein Fernseher? Schwierig, ne? Ich muss sagen, ich hab's verkackt und ich stehe hier vor und dann ist es nochmal etwas schwieriger, als wenn man es mit der Kamera hat. Denn einmal da oben das ist ein Bild und das hier, das Hauptbild, das ist tatsächlich ein Fernseher. Und das ist ganz interessant, weil Samsung dimmt den ganz stark herunter, hat davor eine relativ matte Oberfläche und dann sieht das halt immer aus wie ein Bild. Und dann geht man nach Hause und denkt sich so, och, jetzt wäre aber Fernsehen ganz nett. Dann drückt man einen Knopf und dann wird aus dem Bild, was man sonst an der Wand hat, also aus dem Picasso oder sonst was, plötzlich der Fernseher mit Sky und ich kann Fußball gucken. Eine richtig, richtig geile Nummer, die mir tatsächlich unfassbar gut gefällt. Das ist für mich die Zukunft des Fernsehens. Richtig geil. Ein anderes Highlight ist, wie könnte es auch noch sein, die mobile Ecke bei Samsung. Und wenn ich mich hier umgucke, dann seht ihr, auch die ist wieder schwer gefragt. Also auch hier sind wieder sehr, sehr viele Leute. Und es geht vor allen Dingen auch um das gute Stück hier. Samsung hat nämlich hier nach Vegas auch ein Smartphone mitgebracht. Das ist nicht selbstverständlich, weil darauf liegt hier nicht der Fokus. Und man hat hier die neue A-Serie mitgebracht. Unter anderem also das Galaxy A3 und das Samsung Galaxy A5 2017. Samsung bringt damit IP68, also wasserdichte Smartphones in die Mittelklasse. Dazu vernünftig Kameras und eine geschwungene Rückseite. Ihr seht, das Glas ist leicht gewölbt. Auch das finde ich ziemlich gut, was Samsung hier zeigt. Und das Highlight, an dem man hier bei Samsung sicherlich gar nicht vorbeikommt, ist dieses Jahr Q bzw. QLED. Denn Samsung hat hier vollmundig die nächste Generation des TVs angekündigt. Man hat hier eine bestimmte Technik vorgestellt, die bei TV-Bildern extrem helle Bilder ermöglicht und dazu dann noch perfekte Schwarzwerte oder sehr, sehr gute Schwarzwerte und vor allen Dingen perfekte Farbwerte. Dahinter verbirgen sich die Quantum Dots, eine bestimmte Halbleiterschicht, die im Panel untergebracht ist und für extrem saubere Farben sorgt. Eine richtig coole Technik und hier auf dem Stand absolut omnipräsent. Daran kommt man hier auf gar keinen Fall vorbei. So, das war's von der CES eigentlich für uns. Wir sind jetzt beim Johannes auf dem Balkon und genießen ein klein wenig Vegas, denn ich muss sagen, deine Bude hier, ordentlich. Ja, geht, ne? Also, ich drehe mal die Kamera. Hier? Was wir hier haben, ist das Bellagio und ihr seht es jetzt gerade auch. Jetzt gerade läuft dann auch die berühmte Fontänenshow vor dem Bellagio. Wir haben kurz gewartet, damit wir die euch einfangen können. Das ist einfach beeindruckend. Ich glaube, die höchste Fontäne sind 40 Meter oder so. Ja. Sieht auf jeden Fall wahnsinnig aus. Und wenn wir dann noch ein klein bisschen nicht weiterschwenken, dann haben wir auch das Paris im Hintergrund und so weiter. Insofern, hier hast du wirklich eine schicke Location ausgesucht. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, CES zu Ende. Kurzer Abschluss, wie war es für dich? Ich fand die diesjährige CES mal wieder richtig gut. Also die letzte hat mir nicht so gut gefallen, weil es da nicht so viele Produktneuheiten gab. Aber dieses Jahr bin ich echt zufrieden. Die Hersteller haben richtig was gezeigt. Hier Honor mit dem 6X beispielsweise. Acer und Asus auch wieder mit richtig vielen Produkten. Bin ich zufrieden mit. War ein richtiges Feuerwerk. Wie war es für dich, Marcel?
Ja, mega krass. Also Produktfeuerwerk auf jeden Fall. Gerade die Phones von Asus finde ich cool. Gaming-Notebooks von Acer. Hat mich auch überrascht, dass überhaupt so viele mobilen Geräte auch hier gezeigt wurden, weil eigentlich ist das ja so prädestiniert für den MWC in Barcelona, wo wir übrigens auch wieder als Blogger-WG sein werden. Nee, hab meine ganze Kohle verzockt hier. Nee, war aber auf jeden Fall eine coole Messe. Hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen gab es ja aber auch eine Sache sehr, sehr wenig, und das war Schlaf. Ich glaube, wir haben uns den Feierabend verdient, damit wir dann zum MWC pünktlich ausgeruht sind. Da hast du einfach eine bombige Einleitung und auch Überleitung hingeliefert. In diesem Sinne würde ich dann sagen, das war's von CubeTube, von der CES. In diesem Sinne, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Ausblick und bis zum nächsten Mal hier bei CubeTube. Ciao. Ciao.